Folge 18. Den Link zu TV Now findet ihr in der Videobeschreibung. Let's go. Sollte heute Aaron Perfect Match sein mit Melissa, muss er heute Nacht schon die Villa verlassen. Oh nein, vielleicht verkauft die. Oh, ich möchte den nicht missen müssen. Mein unmoralisches Angebot, Ergebnis oder 10.000 Euro. Ja, für uns ist es klar. Nicht verkauft. Oh, ich glaube, heute bricht der dritte Weltkrieg aus. Sie werden mich hassen. So, was machen wir? Kathleen! Deine Entscheidung jetzt. Jetzt! Wahrscheinlich werde ich heute der Buhmann von allen sein, aber. Ich verkaufe. Nicht. Okay. Gut. Sehr, vielen Dank. Sehr selbstlos. Glück gehabt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dann. Ciao. Tschüss. Na komm, nehmen wir uns bei der Hand. Bitte, Match. Die sind ein Match. Komm schon. Die sind ein Match. Wenn sie kein perfekt Match sind, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich glaube, ihr geht's genauso. Genauso. Oh, fuck, ey. Oh. Oh, Baby. Oh. Wir lenken dich ab. Ja, wir machen das. Du bist nicht alleine. Es fühlt sich jetzt an wie eine Ewigkeit, gell? Ja. Guck mich jetzt. Nee, ich mag gar nicht. Ich finde es ganz schlecht, echt, soll ich so sagen. Ja! Leute! Sie sind ein Match! Geht's? Naja, es war klar, ich wusste das ganz genau. Ja, hätte ich mal verkauft, Freunde, in der Nacht. Danke, Kathi! Uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen und wir gehen einfach jetzt ganz positiv in die nächsten Tage, morgen auch in die Matching Night und ey, wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Ich bin auch froh, dass wir nicht verkauft haben. Danke. Ja, Mann. Ja, Mann. Krass. Krass, Alter. Aber wir haben es gesagt. Also wir sind einen Stark. Riesenschritt näher gekommen. Ja. Wir sind das zweite Perfect Match in der neunten Matchbox-Nacht. Also ich glaube, wir sind beide ziemlich froh, dass wir jetzt tatsächlich die Gewissheit haben. Es ist natürlich schade, dass wir beide jetzt die Villa verlassen werden. Aber ein kleines bisschen Zeit haben wir ja noch. Es sind auch nur noch ein paar Tage, deshalb finde ich es nicht so schlimm. Aber unser Gefühl hat uns nicht getäuscht. Wir haben's ganz gesagt. Ehrlich, wir haben es gesagt. Und ja. Ich glaube, wir sind beide ziemlich froh, dass wir es hinter uns haben. Ja. Then I heard those words and I felt them burn, but they made me so much stronger. Maybe I got it all, maybe I lose it all. Heute Nacht seid ihr raus, ne? Echt? Ja, ihr kommt jetzt schon raus. Ja, heute Abend gleich. Ihr müsst jetzt raus. Wir haben jetzt die Gewissheit, das ist auf jeden Fall super. Nummer 2 ist auch Nummer 1 so gefühlt. Ja. Und an uns wird es nicht mehr scheitern. Ja. Wir geben unser Bestes. Aber ihr schafft das alle, okay? Ja, Folge 18, ja. Aaron, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Aber ich wusste das. Wir müssen gehen, weil ich gesagt habe, ich werde nicht mit ihm in die Honeymoon gehen, sondern du. Nee, generell haben wir das gesagt. Ja. Keine Ahnung. Ich poste kurz noch auf Insta. Naja, 2 Tage. Oh Mann, ihr Süßen, sie werden euch vermissen. Ich wusste ganz genau, dass dieser Tag heute kommen wird. Ich hatte das irgendwie so im Gefühl. Oh Mann, ey. So. Na toll, ich wusste es. Ich wusste es. Oh, verdammte Scheiße, ey. Was soll man dazu sagen, ne? Einfach nur traurig.
Soll ich den T-Shirt hier lassen? Ja. Ja. Oh, ich hasse mein Leben, ey. Das von letzter Nacht? Ja, gib mal her. Oh Mann, ey, das ist echt scheiße. Ach Mann, ey, ich wusste es. Ich wusste es sofort, ey. Oh. Da müsst ihr schon. Oh nein. Jetzt bringen wir ihn hier auch zum Weinen. Ich mag dich so sehr. Bisschen süß, muss man ehrlich sagen. Es ist wirklich ultra süß. Mann, Alter. Ich hab mich ultra nicht verknallt. Umso mehr Zeit ich mit Aaron verbracht habe, umso mehr habe ich gemerkt, dass ich ihn doch sehr, sehr gerne mag und mir ja doch eingestehen muss, dass ich mich wirklich sehr in ihn verknallt habe. Oh, Baby! Wir sehen uns so oder so. Auch Meister Aaron, Digga. Danke nochmal für alles, Digga. Du machst das schon. Ciao, ihm. Wir sind da eh nur noch 3 Tage. Love you, bro. Fuck! Hör auf, sonst muss ich auch weinen, ey. Ja, ich bin immer so. Ich bin so glücklich. Warte, ich muss kurz Dings. Kurze Story dazu. Wisst ihr noch, im letzten Stream habe ich meine M&M's-Kooperation verraten. Gespoilert mäßig. Dass ich eine Kooperation mit M&M's habe. Heute ist sie online gegangen. Oh. Okay. Sie heult einfach. Ich verstehe gar nichts. Ich verstehe es voll. Lass es raus. Gotti, du packst es schon. Ich weiß, das ist jetzt einfach gesagt, das getan. Aber ihr schafft es schon, Maus. Oha. Aaron ist so toll. Der hat dich wirklich gern. Das Ding ist, Aaron war schon auf Paso-Formaten und der hat da immer richtig viele immer geklärt. Wahrscheinlich, die sind doch jetzt in so einer Honeymoon-Suite, wahrscheinlich haut er die jetzt weg. Also könnte sein. Ich will dem nichts unterstellen. Hat er auch. Für mich natürlich scheiße, weil er nicht mehr da ist und wir diese intensive Zeit, die wir hier einfach haben, 24 Stunden, können wir aufeinander hocken und uns näher kennenlernen, die wird uns hier einfach an dieser Stelle genommen. Ich weiß, dass es jetzt scheiße ist, aber 2 Nächte müssen wir jetzt noch irgendwie überstehen. Wir lenken dich ab. Ja. Es wird zwar nicht darum rumkommen, dass du ihn vermissen wirst. Es wird nicht dasselbe sein, aber wir werden uns Mühe geben. Und wenn du irgendwas brauchst, dann lass es uns wissen. Dann versuchen wir es alltäglich so wie möglich zu machen. Aber egal, Leute. Perfekt, Mann! Ey, Christine, ich kann die einfach nicht sehen. Ich werd sauer. Wir sehen dann von Typ zu Typ und der am Ende. Heute war sie am Jeden dran. Ja, den nimmt sie. Badadidada. Das kann auch, glaube ich, keiner mehr ernst nehmen. Ich sehe einen Traum, denke nicht am Morgen, hey. Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs. Bin mir sicher, dass keiner von uns heute schläft. Die macht sich sogar an Dominik ran, wo ich denke, hä? Ehrlich, ey, was Wieso? Hat, ich sag euch, wie es ist. Diese Jill. Da muss man einmal dieses Gehirn umdrehen oder so. Und dann meine Augen auf einmal. Mit Maxi schön am Rumlecken. Was geht denn da? Aber wie der guckt.
da weiß ich nicht, was ich mir in meinem Kopf denken soll. Er so. Lost. Wow. Wow. Guys, he's so lost. What the fuck? Ja, Mijil, du hast leider bei allen verkackt jetzt langsam. Das ist wirklich, du spielst ein Spiel. Die nehmen das alles viel zu ernst, weil die denken, ja, direkt heiraten, weißt du? Ja, ey, Junge, das ist Spaß. Jeder macht so bei dem anderen. Ja, einfach mit drauf rein. Geh mit drauf rein. Ich hatte auch erstmal ein echt schlechtes Gewissen, ne? Mein London war auch echt am Boden. Jill, mach doch einfach dein Ding hier. Du bist ja noch 3 Tage hier. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich wollte das die ganze Zeit. Ja, die ganze dann Zeit lass es doch einfach. Dann sag doch einfach, dann mach doch einfach dein Ding. Hat doch nichts damit zu tun. Hä? Okay, ich schwör bei Gott, das war gerade schon ein bisschen süß. Das war gerade sehr rebellisch. Jungs mögen sowas. Wenn Frauen gegen den Strom schwimmen. Also nicht so wie Christine, aber so. Das war gerade schon cute. Gebe ich zu, Leute. War cute. Für mich ist die Sache abgeschlossen. Sascha lässt sich mal mit sich Fanta. Reden. Und ja, warum soll ich da jetzt eine Rücksicht drauf nehmen? Das wirst du gleich noch mehr Krieg hier bekommen. Ist mir scheißegal. Ich du gefällst mir so. Du gefällst mir so. Gib mir Faust. Weißt du, ich mach mir auch keine Freunde damit. So. Aber mir ist es egal. Also Maxi ist für mich auf jeden Fall durch. Ja, für mich auch. Also. Was passiert da? Was ist das? Ey, die ist doch behindert, oder? Ja, die ist. Digga, das. Soll ich dir eine geben? Die sagt, soll ich dir eine geben? Junge, Alter, wo wurdest du erzogen? Gar nicht? Ich sage euch jetzt meine Meinung, okay? Ich wusste von Anfang an, dass ihr zwei irgendwas miteinander irgendwas habt. Ist ich da. Wusste, stopp. Die Sache ist, wenn ich Sascha und dich betrachte, finde ich Sascha gegenüber sehr scheiße. Sascha ist charakterlich so mein Typ, aber nein. Der kommt nicht auf mich zu. Nimm mal einen Namen, sonst nimm ich dich auseinander, Mädchen. Ich hätte wirklich gedacht, oh mein Gott, ich glaube, die Folge ist cool. Wenn dabei ist, weiß ich nicht. Er ist emotional. Halt die Fresse, du hältst auch deine Fresse, aber Otto, Alter. Scheiß drauf, Jill. Wie gesagt, scheiß das. Drauf. Also von Saschas Seite ist es ja schon länger durch. Deswegen frage ich mich, warum er dann. Ja, so solche Ausraster kriegt. Macht euer Ding und haltet beide die Fresse. Sascha! Halt deine Fresse, Mädchen! Keiner mag dich hier, jeder hasst dich hier. Du wirst dich vor ganz Deutschland blamieren. Check erst mal in deinem Kopf, Mädchen. Vor ganz Deutschland blamierst du dich. Frag nicht, was für ein Saft. Einfach. Einfach. Orangensaft. Turn up. Chill. Sascha, aus. Wie ein Otto-Kind. Lass dich nicht drauf ein. Alle außer Maxi, alle Typen checken, was du hier abziehst. Mhm. Die Frauen checken, was du hier abziehst. Du hast hier niemanden. Sascha, niemanden. Hör auf. Jeder checkt hier, was du abziehst. Mädchen. Okay, der übertreibt langsam ein bisschen. Also, alles schön und gut. Der hat jetzt seine Welle gemacht. Aber er sagt, sie macht sich gerade vor Deutschland zum Otto. Aber er macht sich gerade eigentlich zum Otto. Wisst ihr, was ich meine? Bring mich nicht auf Weißflug. Ich schwöre. Bring mich nicht auf Weißflug, Mann. Sascha, bleib ruhig. Die ist ein Bitch. Und soll dich ficken. Mein Gott, Christine. Man merkt gerade richtig, wie verletzt Sascha ist. Christine will einfach nur Stress. Die mal einfach aus Prinzip macht die mit. Hört auf! Aber ey, ganz ehrlich. Hört auf! Ich will die nicht mehr. Komm, ich bring dich zu Bett. Du sollst schlafen gehen. Next, Stempel drauf, next. Wichser, ey, Wichser. Alles gut, Mann. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht. Kopf für den Erfolg, um jeden Preis muss ich gehen. Die kann doch jetzt eh nicht schlafen. Meine Seele sehnt sich nur noch nach der Stille. Ernässe die Gesichter, doch vergesse die Namen. Ich forme mein Schicksal jeden gottverdammten Tag. Gute Nacht, grausame Welt, gute Nacht.
Die Arme. Ich habe meine M&M's, ich bin glücklich, Leute. Ich weiß nicht, was ihr habt. Seid ihr auch glücklich? Ich genieße den Stream gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass durch so eine einfachen Show ja, so viel entstehen kann. Und ich freue mich so, dass ich mich hier öffnen konnte und ja, so einen tollen Mann wie Aaron ja, kennenlernen konnte. Du bist jetzt sowieso zu Jungfrau Maria, weil Aaron immer da ist. Ja, wir haben uns schon verknallt. Leider ist sie kein Perfect Match sein. Das ist jetzt noch umso schöner. Ja, voll. Das ist wirklich schade. Aber wie ist schon eine Love Story hier? Ihr wart für mich echt am schönsten, also ja. So das schönste Paar. Meine letzte Beziehung ist ja 10 Jahre her. Und das ist das erste Mal, wo ich. 10 Jahre? Mit 16 Jahren. Das ist das erste Mal, wo ich mich. Ihr dürft kurz spoilern. Ihr verfolgt doch bestimmt die Kandidaten. Sind Aaron und die noch zusammen? Safe nicht, ne? Die Sendung ist ja seit einer Woche oder so vorbei oder seit 2 Wochen. Nein, ich wusste es. Die Arme, die macht sich voll Hoffnungen. Sie macht jetzt OnlyFans. Ach, die macht OnlyFans. Hat die nicht ein Kind? War die nicht diese Mami? Man richtig öffnen kann, also emotional öffnen kann, ja. Ich dachte, ne, so ein 21-jähriger kleiner Bursche, wo ich mir denke, ja, super, was soll ich mit dir? Ich kann dich ja noch fast stillen. Ja, dass der so meinen Kopf verdreht, das hätte ich echt nicht gedacht. Ach ja. Oh ja, shit happens. Egal. Jetzt nicht mehr spoilern, Leute. Kuss. Gestern Abend, so dass ich halt auch mit Jill dann zusammen war, dass es jetzt dazu gekommen ist. Ich kann halt nicht auf alle achten, so. Das ist halt das Ding. Und Jill, ey. Alles gut? Ja. Ja? Mhm. Sehr schön. Ja. Die Arme. Alles blendend. Oh. Keiner das mag sie. Das ist von gestern. Geht. Wir haben uns beim Tanzen geküsst, das war auch der ausschlaggebende Punkt. Deswegen sind die auch alle so ausgerastet, weil Sascha das halt auch gesehen hat und mitbekommen hat. Und der wohl immer noch nicht damit klarkommt. Ich wäre bei Christine, wäre ich da dabei gewesen, bei dieser Christine wäre ich schon 1000 Mal durchgedreht, ne? Boah, schau. Willkommen zur vorletzten Matching Night. Das Finale ist zum Greifen nah. 170.000 Euro sind zum Greifen nah. Oder meilenweit entfernt. Das erfahren wir heute. Marc. Die bekommen alle zusammen 170.000 aktuell. Also 170.000 durch 20, Menas, Zickzack, 8.500 kriegt gerade jeder. Oh, sexy boy! Ja, ich nehme auf jeden Fall wieder die Mimi. Dann lockt euch bitte ein. Danke, ihr dürft euch setzen. Die sind safe ein Match. Sascha! Safe! Na, wie läuft's mit den Frauen? Fürs Spiel bleibe ich mir da treu und ja, ich würde da weiterhin die Jill wählen. Obwohl Jill eigentlich durch ist für dich. Ja, aber spielerisch, technisch glaube ich das schon noch. Ja. Und es ist ein Teamspiel hier auch und deshalb wähle ich Jill. Okay. Die Arme, Alter. Was ist denn jetzt eigentlich mit Maximilian? Weil da wolltest du ja eigentlich auch nicht mehr hin, aber dann gab's ja doch wieder einen Kuss. Ja. Naja, der bessere Küsser bin ich ja, hat sie ja auch gesagt, das reicht mir von daher. Stich. Stich in Maximilian seinen Rücken. Au. Aber ihr denkt trotzdem, dass ihr ein Perfect Match seid. Ja. Und deswegen spielt ihr das Spiel so mit. Richtig. Maxi. Ja, sehr schön.
Sehr schön, sagt er. Der verteilt, der versucht jetzt zurückzuschießen. Würde ich auch gerne wissen. Du hast ja eigentlich auch zu mir gesagt, dass du kein Interesse an Jill hast. Und ja, dann haben wir ja nochmal den Kuss beobachtet, ne? Ja, das stimmt schon. Aber ihr könntet kein Perfect-Match sein. Naja, nach ihren Angaben, so wie sie sagt, dass ich einen scheiß Charakter habe. Ja, nicht so. Zum Küssen reicht's wohl. Wer ist denn heute deine Herzensdame? Ja, man mag es kaum glauben, aber Christine. Was? Das ist tatsächlich eine Überraschung. Ihr standet ja schon mal hier vorne, ne? Ja, wir standen schon öfter. Mehrmals. Ja, ja, genau. Ich sag ja auch, steck mich mit einer Frau 2 Stunden in den Raum. Wir finden immer irgendwelche Gemeinschaften. Dann lockt euch mal bitte ein. Dankeschön. Marco, du bist ja der Chefstratege hier im Haus. Wie viele Spots gehen denn heute an? Hm? Ich rechne mit mindestens 6. Das heißt, heute bist du dir sicher, dass du neben deinem Perfect Match sitzt? Noch nicht ganz 100%, okay. Aber ich bin mir schon sehr, also ziemlich sicher. Aber wir schauen mal. Lass mich raten, es ist Victoria. Genau. Okay. Vicky. 2 Frauen kann ich ja zu 100% ausschließen. Das ist einmal die Laura wegen dem Blackout, Sabrina sowieso wegen No Match. Und dann bleiben im Prinzip nur noch 2, 3 Frauen übrig. Dominik. Ich will heute eine Dame tatsächlich noch gar nicht nebeneinander gesessen bin. Wir verstehen uns eigentlich von Tag 1 ziemlich gut. Deswegen würde ich gerne die Sabrina haben. Let's go, der Hase! Marvin! Du hast dir heute auf jeden Fall viele Gedanken gemacht. Ja. Wisst ihr, was das Krasse ist? Die nächste Folge ist die Folge, wo alle ausgerastet sind. Wo alle sagen, das ist die krankeste Folge. Also, die Folge haben die Leute, mit denen ich in Spanien war, geguckt. Und ich bin extra rausgegangen, damit ich nicht gespoilert werde, damit ich es im Stream mit euch schauen kann. Und die meinten danach alle, das ist die Krankheit der Folge. Ist denn heute deine Herzensdame? Ja, Vanessa. Ist wirklich so. Okay. Vanessa. Jermaine. Wer ist denn heute deine Wahl? Laura ist meine Wahl. Dario. Du hast heute die Qual der Wahl. 2 Frauen sind noch übrig. Vanessa und Kathleen. Euch beide würde ich einmal bitten, nach vorne zu kommen. Oh, Moment. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Siehst du, so geht's schon los. Kathleen schon im Hochzeitsoutfit. Wie schön. Ja. Dario wird sich heute für eine entscheiden. Die Frau, für die sich Dario heute nicht entscheidet, muss leider sich hinten auf die Stehtribüne begeben. Und im Falle, dass alle Dario ist nicht angehen, dumm. Ist die Dame diejenige, Dario die macht einen schlauen Move. Auf wen fällt denn deine Wahl? Vanessa oder Kathleen? Ich werde die Kathleen heute wählen. Okay. Muss dazu aber sagen, Vanessa, wir hatten nicht so einen guten Start. Aber mittlerweile finde ich sie wirklich sympathisch eigentlich. Warum dann eher Kathleen als Vanessa? Ich habe bei der Kathleen einfach so ein Feeling, dass es passen könnte. Dann bitte einmal nach hinten. Ja, danke. Schon mal kein Blackout. Es bleibt bei 170.000 Euro im Jackpot. Aber für eine gute Ausgangslage braucht ihr heute auf jeden Fall mehr. Seid ihr heute mit eurer Strategie richtig gefahren? Geht noch ein Spot an. Das ist bis jetzt eure wichtigste Matching Night. Was? Ach du Scheiße. Ja, jetzt können wir nach Hause fahren. Alter. Das war Matching Night Nummer 9. Ihr habt 3 Spots und ihr habt nur noch eine Matching Night übrig. Hä? Krass. No promises, no demand. Oh, Bros. Ich sehe das Geld langsam schon wegfliegen. Unter euch sitzt nur ein einziges Perfect Match. Das in der vorletzten. Also Christine und der nicht. Jermaine und die nicht. Ich glaube, die 2 hinten sind's. Die 2. Der und sie. Safe. Matching Night. Das ist eine Katastrophe. Es ist richtig scheiße. Die 2. Also mit der Ausgangslage stehen die Chancen auf 170.000 Euro sehr, sehr schlecht. Wir haben eine falsche Ausgangslage. Vielleicht ist das eine Licht genau, keine Ahnung wer.
ihr müsst auf jeden Fall die nächste Challenge, ihr müsst da richtig Gas geben die nächsten Tage, weil sonst geht ihr wirklich leer aus. Ne? Dann sind die 170.000 Euro futsch. Das war's. So, Leute. Und ihr habt nur noch eine Matching Night übrig. Ich passe mal nirgends woanders hin aus, aber die beiden, das geht ja nicht. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Deswegen schicke ich euch erstmal zurück ins Haus. Nutzt die Zeit und tschö mit Öl. Oh, das geht nicht. Wir haben eh verloren. Ja, ich hoffe, ihr glaubt mir jetzt. Aber ich habe gewusst, dass ich jetzt gewusst. Wir sind so am Arsch. Keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung, ob wir der Spot waren, der angegangen ist. Ich verstehe gar nichts mehr. Einerseits sollen wir nach unserem Gefühl entscheiden, aber andererseits kannst du gar nicht nach dem Gefühl entscheiden. Wie willst du nach Gefühl entscheiden? Was hat für eine Würde? Statt der Sex mit dir rüber. Was? Was? Was?